Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sollen jetzt zum Kloster oder irgendwas gehen und dort Zeug machen. Wir haben dafür auch ein neues Item bekommen und ja, sollen jetzt hier vorne weitermachen. Da haben wir nämlich im letzten Part aufgehört. Ich komme jetzt aber gar nicht mehr zurück ins alte Gebiet, so wie es ausschaut, oder wie? Ich wollte jetzt nämlich noch nicht weiter. Ich wollte hier nochmal zurück. Da ist zum Beispiel noch ein Münzversteck, was ich nicht geholt habe. Aber scheinbar... Oder? Komme ich hier nochmal durch mit Klettern? Nee, gar nicht. Welche Taste war zum Schwimmen? Ah, linker Trigger. Nee, komme ich nicht mehr zurück. Das ist ja hochtragisch ärgerlich. Das ist ja das erste Mal in diesem Spiel, dass mir das Spiel aktiv verbietet, zurückzugehen. Und das, obwohl ich noch im selben Gebiet bin. Ja, hergezählt nochmal. Dann machen wir jetzt hier das Drahtseil, das wir nämlich bekommen haben, und mal schauen, was das genau tut. Das ist bisher noch ziemlich unspannend. Aber hier vorne kommt es zum Einsatz. Scheinbar, weil das kenne ich ja nicht. Nee, das ist doch noch was anderes. Aber wir können jetzt hier mit in der Luft mit X den Kletterhaken. Ah, und das ist das Drahtseil oder so. Okay, das wirkte noch sehr ungestüm, aber. Kann ich das auch so? Nee, ich muss tatsächlich in der Luft dafür sein. Ah, der andere muss er noch feilen. Sagen wir eine 2,5. Mit Abzüge in der B-Note. Also ziemlich schlecht im Großen und Ganzen. Aber das wird schon. Ja, und mal wieder eine neue Fähigkeit, die sie ins Spiel eingebaut haben. Ganz nett auf jeden Fall. Ich werde mich ja nie über auch wenn es unnötig ist, aber neue Gameplay-Mechaniken sind ja an sich immer schön. Ne? Aber sowas haben wir bisher noch gar nicht in früheren Gebieten gesehen. Das heißt, bisher lohnt es sich auch nicht, diese Fähigkeit irgendwie zu benutzen. Ach du Scheiße, was? Eine Kante greifen. Kletteraxt im Sprung um. Oh, okay. Jetzt ist nur die Frage, woher erkenne ich, dass ich das mit so einer Kante machen kann? Das ist ja immer dieses Problem mit Spielen, dass sie dir nicht sagen, wann du was einsetzen kannst. Also heutzutage sagen dir das Spiel natürlich ständig. Aber ich habe Dokument. Auch die Gebeine der Erde bieten Reichtümer an. Und wir haben gelernt zu überleben und zu bestehen. Öl brodelt von unten herauf. Man findet es an tiefen Orten, in Höhlen und den Gräbern unserer Ahnen. Und es brennt ohne große Mühe. In Kriegszeiten bestreichen wir Pfeile damit, sodass sie brennen. Noch tiefer findet man Metall in tiefen, glänzenden Adern, aus denen Erz abgebaut werden kann. Aus dem Metall schmieden wir Werkzeuge. Aber eines Tages werden wir es brauchen, um die Sowjetwaffen zu reparieren. In Harmonie mit dem Land zu leben, bedeutet selten Harmonie mit unseren Mitmenschen. Hä? Den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Also ich könnte mir da jetzt bestimmt irgendwas reindenken, habe ich aber gar keine Lust drauf. Denn wir wollen ja hier weiter klettern. Und uns weiterhin ärgern, dass wir nicht in das Gebiet zurückkommen. Oh, okay, das war cool. Setze ich irgendwo anders festgehakt und dann die Hakung automatisch umgehakt. Haken. Minion, die Haken! Die Haken sind wieder da. Mr. Krebs, was haben Sie denn mit den Haken? Die Haken, Minion, die Haken! Ist das hier ein Alternativweg oder... Nö, das scheint eine Art Rückweg zu sein. Hier baut er mir einen Rückweg hin, liebe Spielentwickler. Aber nicht für das letzte Gebiet, ihr blöden Penner. Ich hasse euch auch. Mit der Axt an Wänden einhaken. Ja, nee. Ist klar. Das ist aber tatsächlich ihr... Ich... Hä? Okay, das ist jetzt halbwegs lächerlich. Guckt mal, sie hat eine Axt
in der Wand und zwei hängen noch an ihrem Gürtel. Wie viel von den Dingern schleppt sie denn eigentlich mit sich rum? Guck mal, jetzt sind es nur noch zwei. War da jemand faul bei der Animation? Man weiß es nicht. Egal. Wurscht, ich will mich ja nicht lustig machen. Eine Kiste. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Da vorne ist die Kathedrale. Ziemlich schick. Und ich wette mit euch, wenn ihr diesen dämlichen Atlas einfach da irgendwo in den Berg eingegraben hättet und nicht ein gigantisches Gebäude draufgepackt hättet, würde den nie jemand finden. Nur mal so nebenbei, ne? Will ich ja bloß mal erwähnen. Das ging jetzt deutlich schneller. Wir haben ein neues Gewehr freigeschaltet. Bitches, das gucken wir uns doch gleich mal an. Vielleicht ist es ja cool. Das Repetiergewehr. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Minjung Iawaoni. Ja, das Repetiergewehr. Das ist eine Einzelschusswaffe. Das werde ich nicht einsetzen, habe ich keine Lust drauf. So, ich glaube, ich werde mir jetzt hier diesen Ausweichkill holen. Wenn man jetzt noch wüsste, wie er funktioniert. Abgepasstes Drücken von Y beim Ausweichkonter. Aber wie weiche ich denn überhaupt aus? Das war im letzten Tomb Raider irgendwie einfacher, weil es da diese dedizierte Wegsprint-Taste gab, hier irgendwo auf den Schultertasten. Aber die gibt's ja nicht mehr. Und das finde ich doof. Entschuldigung, ich habe gerade nur random Tasten gedrückt. Hier, vielleicht das. Hier, dieses B könnte sein. Das könnte klappen. Dass ich dann und dann Ausweichkill und zack und bam und Angriff. Vielleicht ist es das. Müsste man mal ausprobieren beim nächsten Kampf. Das wäre, glaube ich, echt eine saupraktische Fähigkeit. Oh Gott, ich muss mir dieses X drücken merken. Eine neue Taste, die man wieder übelst leicht vergessen wird. So wie ich mich kenne. Federn. Brauche ich Federn? Ja, ich nehme Federn mit. Wie ist überhaupt meine Munitionsübersicht gerade? Ah, sieht da alles relativ gut aus. So, alles wieder voll. Solche Munition kann ich gar nicht selber herstellen, ne? Schrotpatronen. Das wäre auch lustig, Schrotpatronen selber herzustellen, ne? So, da oben war aber noch was. Das habe ich im Vorbeiflug gesehen und das nehmen wir natürlich noch mit. Und noch ein Dokument. Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ach, verdammt. Ich habe ja vergessen, dass ich... Nee, morgen doch nicht. Ich wollte gerade sagen, mein Handy hat mir gerade einen Termin angezeigt. Ich dachte mir so, fuck, es ist 18 Uhr durch und du zeigst mir jetzt erst einen Termin für 16 Uhr an? Das wäre schlecht. Aber es ist erst morgen. Die ISS kann man nämlich mal wieder sehen und da habe ich mir für morgen einen Termin gesetzt. Mal schauen, ob das was wird. Die soll nämlich wahnsinnig hell mal wieder zu sehen sein. Das Problem an der Sache ist einfach nur, dass es vermutlich morgen bewölkt ist und dann bringt mir das auch nichts. Wenn die noch so hell angeleuchtet wird von der Sonne, dann sehe ich es ja halt trotzdem nicht, wenn Wolken im Weg sind. Aber das werde ich morgen mal sehen. Überhaupt, glaube ich, Ende des Jahres ist er noch mal relativ gut zu sehen. Also für die Leute vielleicht, die sich dafür interessieren, in den nächsten Tagen vielleicht einfach mal auf die ISS-Tracker oder sowas gehen und dann könnt ihr vielleicht auch die ISS mal sehen. Habe ich ja irgendwann schon mal im letzten Part angesprochen. Ich gucke mir die immer gerne an.
wenn sie mal zu sehen ist. Immer wieder faszinierend, dass man das, dass da oben halt ein Objekt leuchtet, strahlend hell, was halt von Menschen gebaut ist und da oben einfach Rumpf spürt. Ein paar tausend Kilometer hoch, das ist schon ziemlich cool. Metallbarrieren, ja, ich weiß, dass ich Metallbarrieren kaputt machen kann. Ich versuche nur gerade dorthin zu kommen erstmal, bevor ich sie kaputt machen kann. Was gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Das habe ich hier gerade schon so blöd runtergeschaut. Aber nee, hier gibt es nichts. Na gut. Aber hier gibt es eine Metallbarriere und die werden wir zerschießen, zerbröseln, kaputt machen. Oh. Einigermaßen effizient kaputt gebröselt. Gucken, was hier in der Kiste ist. Oh, Alter. Wir müssen nur noch zweimal drücken und dann ist die Kiste offen. Ziemlich cool. Kipplaufflinte. Ist das so eine doppelläufige? Warum soll ich eine Was soll ich mit einer doppelläufigen Flinte? Ist ja toll, dass sie Alternativwaffen eingebaut haben, aber ich werde doch meine halbautomatische Schrotflinte oder was das ist, nicht gegen eine Doppel-Kipplauf-Ding wechseln. Wenn sie vielleicht noch so viel Schaden macht. Das bringt mir doch alles nichts. Denk doch mal nach, Spieleentwickler. Wer macht denn sowas? Wenn sie vielleicht noch so viel. Ich meine, die macht ja jetzt schon Instant-Schaden, also was soll das? Ach, egal. Oh, ein legendäres Fell. Ui. Habe ich. Ah, das ist. Wo zur Hölle bin ich? Geothermales Tal hat das Spiel gesagt, ne? Ja, tatsächlich. Das ist dieser Bereich, wo wir vorher noch nicht waren. Und jetzt irgendwie sind. Hm. Sei es drum. Sei es drum. Erstmal hier das Dokument noch nehmen. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Puh, Menschen. Menschen werden überbewertet. Ich weiß noch damals, ohne Menschen, das waren Zeiten. Nee, eigentlich nicht. Hab ich vergessen. Ist schon wieder zu lange her. Ich werde auch alt. Ja, oh Gott. Dachte, ich falle jetzt runter. Blöd, wie ich bin. Yay, und mal wieder eine Gebietskarte. Leider fürs falsche Gebiet. Oh. Oh. Guckt euch das an. Hey, leuchtet einfach alles. Das ist doch der Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Spiel, willst du mich eigentlich trollen? Ah, das ist alles totaler Rotz und Humbug und bla. Och, ist das alles schlimm. Ist das alles schlimm? Hm. Und hier muss ich auch nochmal hin und noch Zeug machen. Hier gibt's aber gar nicht mehr so viel zu machen, ne? Irgendwo ist noch ein Überlebensversteck, was ich keine Ahnung habe, wo das sein soll. Noch zwei Münzverstecke. Ja, die zwei Münzverstecke sind ja zumindest auf der Karte markiert. Das ist ja schon mal was Gutes. Aber halt, das Überlebensversteck nicht. Und das letzte Dokument habe ich auch keinen Plan, wo das sein soll. Und ich habe hier in diesem Gebiet auch nirgendwo eine Karte gesehen. Hm. Das ist schade, aber das ist so ein Gebiet, das könnte man sehr gut zu 100% spielen. Weil es halt nicht mehr so viel zu tun gibt. Aber was soll das? Das hier. Ich kann den Stuhl untersuchen? Konnte ich das schon immer? Konnte Lara schon immer auf Stühlen schweben? Habe ich da was verpasst? Laras magische Stuhlschwebekunst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Wie kann ich mich jetzt wieder erheben? Okay. Genug Stuhl geschwebt. Moment. Draufstehen tut sie aber richtig. Also, ach, naja, was soll's.
Stuhl schweben. Muss ich das verstehen? Nee, da muss ich nicht. Was ist denn das? Da unten hat es noch geleuchtet. Was hat denn da noch geleuchtet? Ah, da hätte ich noch runterklettern können und... Das sieht ölig aus und noch ein bisschen Hartholz, aber ansonsten ist da jetzt auch nichts. Nö, dann hätte ich, dann müssen wir doch auch nicht runterklettern. Gut, dann mal runterklettern. Ah, oh, ich finde dieses... das Gamepad vibriert, wenn man hier diese Kabel runtergeht, finde ich richtig eklig. Richtig, also das grenzt allen an eklig. Das vibriert so, so ganz komisch, als würde man halt wirklich so ein Stahlkabel. Ich hasse das übrigens mit Fingern so über so ein Stahlkabel. Dieses, das kann ich nicht leiden. So wie Leute, das ist so, wie wenn Leute mit Fingernägeln an der Tafel kratzen. Wie Leute dieses Geräusch nicht können, kann ich dieses... ich könnte das selber nicht. Also ich krieg Plack, wenn ich mit den Fingernägeln an der Tafel kratze. Da kriege ich Plack. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können Sie viel machen. Faszinierend. Das war richtig spannend. Das grenzte an Spannung. Dinge, die an Spannung nicht zu überwinden sind. Penis. Was ist denn das hier? Achso, das ist der Monolith, wo wir vorhin waren. Und das ist gut, dass der noch auf der Karte gekennzeichnet ist. Das ist sehr gut. Ist das der Weg, den wir hoch sind beim letzten Mal irgendwann? Ich glaube, ne? Und das hier war das Gebiet, wo diese ganzen Barrieren waren, wo wir eh nirgendwo hin können. Weshalb halt jetzt auch alles, Dings ist. Vielleicht sind die Barrieren ja jetzt weg und dann kann man sich da oben vielleicht ein bisschen mehr umsehen. Ich weiß es nicht. Wurscht. Auf jeden Fall lohnt es nicht, hierhin weiterzugehen. Von daher machen wir mal in der anderen Richtung weiter, die ich jetzt vergessen habe. Da lang. Gott. Lässt man sich mal 3 Sekunden ablenken. Und zack, schon wieder alles verloren. Alles verloren. Oh, der Abschnitt kommt mir bekannt vor. Den habe ich, glaube ich, mal im E3-Video gesehen, oder? Und im E3-Video sind sie hier getaucht, sind dahin geschwommen und haben den dann von unten weggemeuchelt. Und was bei der E3 funktioniert hat, hat auch bei uns funktioniert. Auch wenn wir vermutlich nicht hätten tauchen müssen. Ja, das ist der Abschnitt, den wir, der 3 schon mal, ich glaube es war der E3 oder irgendwann, gab es diesen Abschnitt hier schon mal zu sehen. Und ich weiß nicht mehr, wie sie das damals gelöst haben. Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat mich gewürzt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet. Musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist... Total spannend. Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen stealthig. Das ist auch mal interessant. Macht man ja viel zu selten. Einfach mal sich durchstealthen. Okay, gut. Hier ist aber nichts mehr. Aber hier irgendwo ist ein Dokument. Die Firmentypen sind hier draußen so nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's um den Auftrag? Irgendwas, was sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich dazu viel hinein. Ich sollte den Augenblick genießen. Sollte den Augenblick genießen. Vielleicht mache ich hier auch zu wenig. Verstehe. Da oben? Wo sitzt bei den Typen auch? Hä? Hä? Wo soll das denn sein? Was bitte? Bin verwirrt. Dings von mir.
Ich gehe hier einfach mal hoch. Upsala. Kriege ich die beide weg? Giftpfeil-Action. Oh, hier hätte ich auch durch das untere Spalt in der Tür reingekonnt. Naja, was soll's. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien. Na gut, und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann mal wieder. Mitten im Kriegsgebiet machen wir nämlich eine Pause und sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Von daher, im nächsten Part wird weiter geballert und jo, bis dahin einen schönen Tag noch. Tschüss!